Die US-Notenbank sagte, dass sie aufgrund der Politik von Donald Trump die Zinsen früher und höher als geplant anheben könnte. Wie hoch könnten die Zinsen steigen? Die jüngsten wirtschaftlichen Zuwachsprognosen der amerikanischen Notenbank könnten aufgrund der von Donald Trump vorgeschlagenen und wirtschaftlich anregenden Steuersenkungen bald übertroffen werden, was die Fed automatisch zu höheren Zinsen zwingen würde. Die Mitarbeiter des Ausschusses der Fed finden, dass die Daten zum BIP aufgrund der Steuer- und Ausgabenpolitik von Trump in der nächsten Zeit deutlich mehr steigen werden als in den vergangenen Jahren. Der Statistik nach soll die Fed den Zins im Jahr 2017 nun ganze dreimal anheben und nicht nur zweimal. Die politischen Entscheidungsträger sagten, dass es zu früh sei, um konkrete Aussagen machen zu können. Die Teilnehmer sind sich einig, dass es zu früh ist, um mit Sicherheit sagen zu können, welche konkreten Handlungsschritte tatsächlich umgesetzt sein werden und inwiefern diese die wirtschaftlichen Aussichten verändern könnten. Darüber hinaus wurde auch festgestellt, dass die Fiskalpolitik und andere Politiken nur einige der vielen Faktoren sind, welche die Konjunkturaussichten und den geeigneten Kurs der Geldpolitik tatsächlich beeinflussen könnten. Und auch Janet Yellen betonte die beträchtliche Unsicherheit, was die von der neuen US-Regierung geplanten Änderungen angeht. Wann können wir die nächste Zinserhöhung also erwarten? Chefökonom bei Point 72 Asset Management LP, Dean Markey, kommentiert: Momentan gibt es keine Faktoren, welche unsere bisherigen Prognosen, was die nächste Leitzinserhöhung angeht, radikal verändern würden. Ich denke immer noch, dass der geeignetste Zeitpunkt für die nächste Zinserhöhung der Juni ist. Als Reaktion auf diese Veröffentlichung stieg der Index S&P 500 um 0,5% bis auf 2286,09 und der Dow Jones nahm ebenfalls zu. Das war die heutige Presseschau. Mein Name ist Celeste Skinner. Ich bedanke mich für das Zusehen.